Herzlich willkommen zu diesem Video, zu einem Video zu einem Buch von Bodo Jansen, das ich für einen schon ziemlich ernstzunehmenden Weckruf für Ideenmanager halte, auch wenn das Wort Ideenmanagement in diesem Buch kein einziges Mal auftaucht. Das Buch habe ich als kostenloses Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen, deswegen steht hier irgendwo Werbung in der Ecke, aber es ist meine eigene Meinung, die Sie hier hören. Ideenmanagement. Da gibt es eine Definition von Spahl aus den 70er Jahren und danach ist Ideenmanagement das betriebliche Vorschlagswesen. Es gehört dazu der kontinuierliche Verbesserungsprozess und im Lauf der Zeit wurde klar auch so Zirkelaktivitäten, Gesundheitszirkel, Qualitätszirkel, auch die sollen zum Ideenmanagement dazugehören. Das hat eine ganze Weile auch funktioniert, aber ich glaube, dass dieses Konzept deutlich erweitert werden muss. Wir haben eine ganze Reihe von Aktivitäten im Bereich von Lean Management, von agiler Vorgehensweise, von stärkeren Gesundheitsaktivitäten. Ich könnte mir vorstellen, dass im Nachgang zur Corona-Krise das betriebliche Gesundheitsmanagement in bestimmten Bereichen deutlich an Aktivität gewinnen wird. Wir haben natürlich den Arbeitsschutz und jeder Arbeitsunfall ist eine Prozessunterbrechung und damit etwas, was auch aus Sicht des Ideenmanagements zu vermeiden ist. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Werkzeugen, Sprints zum Beispiel, und die sollten wir integrieren, auch konzeptionell integrieren. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir Ideenmanagement neu definieren als jede Aktivität, die erstens geeignet, gezielt darauf losgeht, die Dinge zu verbessern, die Prozesse zu verbessern, das zu verbessern, was im Betrieb, in der Organisation, im Unternehmen, in der Behörde gerade passiert. Und zweitens, Ideenmanagement beteiligt die Betroffenen, beteiligt die Menschen, die in den Prozessen arbeiten, die die Dienstleistungen erbringen, die die Produkte herstellen, die Menschen, die tatsächlich mit dem, was verbessert werden soll, tagtäglich zu tun haben. Und in diese Richtung wird das Buch von Bodo Jansen auch interessant. Es ist ein persönliches Buch, das Ziel ist also nicht, irgendwelche allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten zu verkünden, sondern Bodo Jansen beschreibt, wie er, gerade jetzt in der Corona-Krise, sein Unternehmen führt. Das heißt auch, es ist ein Buch, das von oben geschrieben wird, es ist die Geschäftsführerperspektive. Das ist natürlich eine bestimmte Perspektive, aber es ist ja deswegen nicht notwendig eine falsche Perspektive, sondern kann durchaus auch Impulse geben. Und ich habe ein wenig recherchiert. Ich habe keine Beiträge, keine YouTube-Videos, keine Webseite gefunden, die nun behauptet, Bodo Jansen widerlegt oder debunked zu haben, wie man das heute so sagt. Und ein Blick auf Kununu zeigt, dass auch die Mitarbeiter, die aktuellen, die ehemaligen Mitarbeiter, so die ganz grobe Linie durchaus bestätigen. Da es hier auch um Ideenmanagement gibt, kurz die Information, im Buch wird kein Betriebsrat erwähnt. Ich habe auch sonst keine Hinweise, dass es einen Betriebsrat in der Firma von Bodo Jansen, also bei Upstalbrum, gibt. Es gibt aber etwas anderes und es gibt Transparenz. Eine fortlaufende Transparenz, die die Mitarbeiter an den Entwicklungen im Unternehmen teilhaben lässt, verhindert, dass Menschen sich außen vor gelassen und überfahren fühlen. Zur Transparenz gehört auch, dass kritische Fragen nicht nur möglich, sondern sogar eingefordert werden. Die Zitate und die Seitenzahlen dazu notiere ich unten in der Infobox. Die Corona-Krise war schon eine ganze Weile unterwegs. Als irgendwann die Entscheidung kam, die Ferienbetriebe zu schließen, also die Ferienwohnungen und die Hotels, und Upstalbrum, also das Unternehmen von Bodo Jansen, betreibt nun einmal Hotels und Ferienwohnungen und die Gäste mussten dort abreisen. Das Ganze war so plötzlich, dass Bodo Jansen weitere Mitarbeiter einstellen musste, um das Abreisen der Gäste und die Fragen von Gästen, die eben nicht mehr anreisen durften, um das alles ordentlich zu managen. Am Anfang war er ziemlich geschockt von der Information. Er beschreibt nett, seine Frau empfängt ihn mit »Du, Bodo, die machen die Inseln dicht«. Und das Einzige, was ihm dazu einfiel, war »Das ist nicht gut«.
Und nun war er am Grübeln und Überlegen, was er tun könnte, in welche Richtung das Ganze gehen würde, was jetzt nun eigentlich an Möglichkeiten da wäre, die ganzen Ängste und Sorgen, wie macht man das mit einem größeren Unternehmen? Immerhin nach eigenen Angaben gute 60 Anlagen, gute 700 Mitarbeiter. Wie führt man dort ein Unternehmen, wenn es keine Einnahmen mehr gibt? Und während Bodo Jansen nun dabei war, seine Emotionen zu sortieren und sich wieder ein bisschen in den arbeitsfähigen Zustand zu bringen, bekam er auf WhatsApp die ersten Nachrichten von Mitarbeitern, die sich schon mal dran gemacht haben und die hier und da und dort in ihren einzelnen Bereichen, in ihren einzelnen Aufgaben schon mal vorgedacht haben und schon die ersten Dinge angeschoben haben, mit denen das Unternehmen dann weiter arbeiten konnte, also konkret Pläne entwickelt haben, wie kann man ein Hotel herunterfahren oder wie kann man die Liquidität sicherstellen, die nun mal ein solches Unternehmen braucht. Und an der einen oder anderen Stelle haben sich Arbeitskreise gebildet und nun wurde Bodo Jansen gefragt, ob er nicht mit dazukommen wollte. Okay, das heißt, die Mitarbeiter entwickeln Initiative, handeln selbst so, wie es nötig ist und fragen dann freundlich beim Chef nach, ob er sich nicht dazugesellen möchte. Nett irgendwie, oder? Also, das ist ein völlig anderer Ansatz, als wir den, sagen wir, im betrieblichen Vorschlagswesen kennen, wo die Mitarbeiter so viel Initiative entwickeln dürfen, dass sie einen Verbesserungsvorschlag einreichen. Aber dann bitte ist auch Schluss. Dann werden Vorgesetzte eingeschaltet, es werden Gutachter, es wird eine Verbesserungskommission eingeschaltet. Dann wird dort auf höherer Ebene begutachtet und entschieden und ja, vielleicht wird dann ein Vorschlag auch einmal umgesetzt. Etwas ganz anderes als Mitarbeiter, die wissen, was Sache ist. Transparenz haben wir gehört. Die wissen, was notwendig ist und die die Kompetenz, also sowohl die Fachkompetenz als auch die juristische Kompetenz haben, jetzt zu tun, was eben nötig ist. Formal ist das aber durchaus Ideenmanagement in der erweiterten, neueren Definition, die ich oben vorgestellt habe. Die Mitarbeiter sind aktiv, sie werden einbezogen, sie beziehen sich sozusagen selbst ein, sie handeln und es wird etwas verbessert. Natürlich, das Unternehmen ist in dieser Situation deutlich optimiert worden. Auch wenn die Beschäftigten in diesem Fall die Treiber der Optimierung sind. Bodo Jansen fasst das zusammen, viele seiner Mitarbeiter seien erfüllt gewesen von dem Gedanken, jetzt kommt es auf dich an. Und vielleicht können Sie nachvollziehen, warum dieses Buch mir so wichtig für das Ideenmanagement und für die weitere Entwicklung zu sein scheint. Es wird beschrieben, wie Beschäftigte in einem unter Ideenmanagement-Aspekten ziemlich idealen Unternehmen arbeiten, aber die üblichen Strukturen und die üblichen Begrifflichkeiten des Ideenmanagements fehlen. Wenn also das traditionelle Ideenmanagement mit seinen KVP-Gruppen, mit seinen Einreichern im Vorschlagswesen, mit seinen Zirkelsitzungen und mit seinen Gremien der Kommission des betrieblichen Vorschlagswesens und so weiter an seine Grenzen stößt, und das traditionelle Ideenmanagement stößt an seine Grenzen, die aktuelle Ideenmanagementstudie 2021 spricht da eine sehr deutliche Sprache, dann können solche Bücher helfen, Ideen zu entwickeln, wie wir aus dem Ideenmanagement kommend und wie unsere Unternehmen sich weiterentwickeln können. Am Montag, nachdem die Urlaubsgäste aus den Hotels und den Ferienwohnungsanlagen von Bodo Jansen herausziehen mussten, an diesem Montagmorgen ging Bodo Jansen in sein Unternehmen in dem Bewusstsein, und jetzt zitiere ich wieder, in dem Bewusstsein, dass eine Gemeinschaft, weise wie sie ist, alles in sich trägt, was wir brauchen werden. Und dass wir dieser Komplexität und Dynamik des Problems nur dann erfolgreich begegnen können, wenn wir für maximale Transparenz sorgen. Jeder muss wissen, worauf es ankommt, jeder die Möglichkeit bekommen, sich mit ihren Fähigkeiten, Eigenschaften, Talenten und Kompetenzen entsprechend einzubringen. Möglichst viele sollten das Gefühl haben, dass es genau auf sie ankommt, um das Beste aus dieser Misere zu machen. Und damit stand fest, dass wir Wege finden mussten, dies zu ermöglichen. Inhaltlich mag dieses Zitat gar nicht so weit weg sein von einem
Wir wollen allen Beschäftigten die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, und deswegen streben wir eine hohe Beteiligungsquote an oder ähnlichen Aussagen, wie wir sie aus dem Ideenmanagement kennen. Aber auch wenn sie ähnlich ist, ist die Botschaft zwischen den Zeilen doch eine völlig andere. Bodo Jansen verlässt sich wirklich auf die Mitarbeiter und er hat Transparenz geschaffen, dass die Mitarbeiter wirklich wissen, worauf es jetzt ankommt und eigenständig handeln können. Im traditionellen Ideenmanagement hat man doch oft das Gefühl, ja, natürlich ist die Beteiligung von Beschäftigten erwünscht. Aber wenn die Beschäftigten denn nicht wollen, wenn es eben keine Verbesserungsvorschläge und keine neuen Ideen gibt, dann funktioniert das Ganze auch so. Dann werden eben die Profis die Prozesse weiter optimieren. Das wird irgendwo funktionieren. Das Ideenmanagement wird ja manchmal zwischen den Zeilen doch eher als freundliche Option, als Ergänzung betrachtet und eben nicht als zentraler Baustein für eine Unternehmenskultur, so wie ich das bei Bodo Jansen lese. Bodo Jansen hat eben keine, sagen wir, situative Selbstermächtigung, also kein, okay, jetzt haben wir eine Krise, okay, jetzt können die Mitarbeiter mitentscheiden und sich einbringen, aber danach machen wir wieder Business as usual und danach entscheidet der Chef wieder alleine. Das ist nicht sein Ansatz. Bodo Jansen versucht also, seine Mitarbeiter zu Selbstermächtigung, Selbstständigkeit, selbstständigem Handeln zu entwickeln. Nein, das ist nicht etwas, was grundsätzlich alle Mitarbeiter gerne mitmachen möchten. Auch Bodo Jansen berichtet durchaus von Widerständen. Aber es gibt in der Psychologie ein interessantes paralleles Konstrukt. Das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ein sperriges Konstrukt, aber es ist genau das damit gemeint, was der Name auch sagt. Und Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind nicht nur produktiver, sie sind auch gesünder und sie leben ein glücklicheres Leben als Menschen, die dort eben geringere Punktzahl erreichen. Für Bodo Jansen ist es dabei in Ordnung, wenn das Denken und zum Teil auch das Handeln der Mitarbeiter über die Unternehmensgrenzen hinausgehen. Beispielsweise musste er ein Hotel schließen und einige Beschäftigte haben ihm rückgemeldet, ja, das ist in Ordnung. Für mich war klar, es muss irgendwo anders weitergehen. Ich habe eine Weile Hotel gemacht, war im Hotel beschäftigt, schön und gut, aber jetzt habe ich mich persönlich weiterentwickelt und jetzt möchte ich etwas anderes tun und das unterstützt Jansen. Oder einige seiner geringer beschäftigten Mitarbeiter mussten wirklich einen weiteren Job annehmen, um in der Kurzarbeit über die Runden zu kommen und haben dann zum Beispiel als Kassiererin gearbeitet, haben damit Berufserfahrung auch gesammelt außerhalb des Unternehmens und auch das wiederum hat Bodo Jansen begrüßt. Wiederum, in wie vielen Unternehmen haben wir doch eher Ängste, wenn Mitarbeiter irgendetwas von außerhalb des Unternehmens mit hineinbringen, irgendetwas, was die traditionelle, so machen wir das halt und so haben wir es schon immer gemacht, Ordnung stört. Bodo Jansen bezieht sich auf ein Konstrukt, das in Japan gängig sei. Ikigai heiße es. Und es gibt 4 Fragen für die richtige Tätigkeit. Was ist es, was du wirklich liebst? Was ist es, was du wirklich kannst? Was davon braucht die Welt im Moment wirklich? Und wofür wäre sie auch bereit, etwas zu bezahlen? Und die Schnittmenge von diesen 4 Fragen, das ist das, was man tun soll. Egal, ob diese Tätigkeit nun innerhalb des Upstalbohm-Unternehmens liegt oder außerhalb. Und ich habe ehrlich gesagt in meiner Berufslaufbahn selten Unternehmen erlebt, die die Mitarbeiter vorbereiten auf eine Zeit nach der Tätigkeit in diesem Unternehmen. Ich habe selten in Unternehmen gearbeitet, bei denen es auch nur diskutiert wurde, was denn Optionen nach der Beschäftigung in diesem Unternehmen sind und das selbst im Bereich der Wissenschaft, wo klar ist, dass man als wissenschaftlicher Mitarbeiter typischerweise einen befristeten Arbeitsvertrag hat und dass die wenigsten Menschen zeitlebens als Wissenschaftler arbeiten werden und viele eben eine Tätigkeit im Wissenschaftsbetrieb zur eigenen Qualifikation nutzen, um dann etwas anderes zu tun. Und selbst dort ist es ein nicht angesprochenes Thema, was passiert denn danach? Fassen wir zusammen.
Ich denke, man muss Ideenmanagement weiterdenken. Weiterdenken als wir haben hier 2, 3, 4 Werkzeuge. Vorschlagswesen, KVP, Zirkelaktivitäten, vielleicht noch 1 oder 2 Ergänzungen. Ich denke, wir müssen Ideenmanagement von den Zielen her denken. Was soll erreicht werden? Menschen sollen beteiligt werden. Unternehmen, Organisationen, Behörden, Verwaltungen müssen optimiert werden. Das Buch von Bodo Jansen ist ein Bestseller geworden, das hat es auch verdient. Aber Bücher über reines Ideenmanagement werden nie Bestseller, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Um Ideenmanagement in die Bestsellerliste zu bekommen, ich denke, dafür brauchen wir wirklich neues Denken und neues Handeln. Deutlicher formuliert. Wenn wir häufiger Unternehmen sehen, wie eben Upsalboom von Bodo Jansen, dann werden Ideenmanager im traditionellen Sinn einfach überflüssig. Ideenmanager haben dann nur eine Wahl. Entweder sie engagieren sich für neue Unternehmen, und vieles, was dort notwendig ist, können Ideenmanager ja auf Menschen zugehen, Menschen zum Mitarbeiten einladen und dergleichen. Oder Ideenmanager beschränken sich darauf, ziehen sich zurück auf ihr angestammtes Kerngeschäft und dann werden sie irgendwann einmal nicht mehr benötigt. Dieses Video konzentriert sich auf die operativen Dinge, auf das, was Bodo Jansen in der Corona-Krise, besonders zu Beginn der Corona-Krise, tatsächlich getan hat, wie sein Unternehmen auf diese Krise reagiert hat. Bodo Jansen hat darüber hinaus eine ganze Reihe an Schritten in persönlicher Entwicklung, in ja fast spirituelle Richtung gegangen. Und darüber habe ich ein zweites Video verfasst. Dieses Video verlinke ich Ihnen hier in der Endcard und freue mich, Sie bei Gelegenheit dort wiederzusehen.